Ja, es gehört schon zu unserem Ritual, dass wir jeden Montag einen Gruß aus einer anderen Stadt hier verlesen. Und ja, wir sind ja mittlerweile in 130 oder über 130 Städten, ich weiß gar nicht exakt die Zahl, Deutschland, Österreich, Schweiz, Kanada, Amerika. Und heute ist das erste Mal, dass wir einen Gruß aus Übersee hier heute verlesen können. Keine Sorge, es ist übersetzt auf Deutsch. Und zwar wird die Susan uns den Montagsgruß aus Phoenix, Arizona, von der Mahnwache dort an die deutschen Mahnwachen heute vortragen. Bitte, Susan. Friedensgrüße aus Phoenix. Die Mahnwache in Phoenix schickt euch ein Bild zum Thema Leben in den Vereinigten Staaten, Leben an der Grenze zu Mexiko. In einem Land, in dem man uns ständig versucht einzureden, dass es noch möglich wäre, hier frei zu leben. Wir leben in einem Land, in dem mehr Mauern stehen, als es Wege gibt, mehr Kameras als Freizeitparks. Die Stimmung ist negativ. Keiner traut sich mehr, sich mit seinen Nachbarn zu unterhalten. Rund um die Uhr Gehirnwäsche pur. Und mit Fracking und Atommüll schlägt das Weiße Haus Mutter Natur. Jeder hier ist depressiv, da man spürt, dass hier etwas nicht richtig läuft. Wir sind umgeben von lebenden Toten, umgeben von Schildern, die uns sagen, betreten verboten. Zur gleichen Zeit sehen wir, wie sich die Leute an der Spitze satt essen. Und Minderheiten werden zu Mehrheiten und trotzdem vergessen. Es scheint, als hätten die Menschen hier die Hände vor den Augen und Watte in den Ohren. Sie halten lieber ihren Mund und scheinen zum Mitlaufen geboren. Sie sagen alles das, was auch Fox News sagt, lassen sich ihre Meinung einbrennen. Und je schlimmer und brutaler der Beitrag ist, desto mehr brennt er sich auch ein. Momentan wird der Fall in Ferguson so betrachtet, als hätte der Polizist keine andere Möglichkeit gehabt, als den jungen Afroamerikaner mit 6 Schüssen niederzustrecken. Ein Kommentar von Timothy Hickox dazu: Durch meine schon mittlerweile 12 Jahren Erfahrung und Ausbildung an der Waffe, mit 7 Jahren Erfahrung der Konfliktlösung mit Spezialeinheiten, weiß ich genau, dass dieser Konflikt ganz klar eine Hinrichtung war. Dieser Fall ist mit Bedrohungsstufe B zu betrachten. Da der junge Mann nicht kooperieren wollte, wäre die saubere Vorgehensweise die gewesen, ihn zu zweit zu überwältigen und ihn dann festzunehmen. Der besagte Polizist muss eigene Konflikte in sich tragen, denn das zeigen die 6 Schüsse, 4 in die Brust, 2 in den Kopf, ganz deutlich. Wo war eigentlich sein Taser? Jetzt in diesem Moment werden Bürger aus Ferguson in die sogenannten FEMA-Camps gesteckt. Lasst uns die Stimme der Opfer werden, lasst uns gemeinsam dieser Scheiße ein Ende setzen. Hätte dieser junge Mann genug Geld zum Essen gehabt, hätte er es nicht stehlen müssen. Die Ursache aller krimineller Aktivitäten ist letzten Endes auf das Geld zurückzuführen. Ein Drogendealer verkauft keine Drogen, damit jemand high wird. Genauso wenig wie eine Prostituierte Nymphoman ist. Die Mauer an der Grenze zu Mexiko wird ausgeweitet. Firmen wie Coca-Cola haben Mexiko längst in der Hand und lassen es vor den Türen Nordamerikas ausbluten. Mit unseren Mahnwachen und Protesten werden wir dem Kapitalismus, dem Zionismus, dem Propagandismus und dem Faschismus ein Ende setzen. Wir sind das Volk, we are the people. Wenn ihr Phoenix unterstützen möchtet, dann wendet euch an Timothy Hickox auf Facebook. Jede Unterstützung zählt. Wir brauchen eure Unterstützung, denn das amerikanische Volk leidet am meisten unter den Gehirnwäschen und der Propaganda. Peace. Nächste Woche kommt der Gruß aus der Stadt Wien. Euch allen eine friedliche und gute Nacht und einen schönen Montag. Ja, danke schön.